Moin Leute, vor 2 Tagen habe ich ja das Cartoon Game The Visit gezockt. Was bist du denn für ein kleiner Fratz? Warte mal, greifst du mich? Was? Ich wollte den nicht töten, was sind denn die Leute auf der Linie? Die Krabbenbande. Mega viele von euch haben das richtig gefeiert und wollten unbedingt mehr Cartoon Games sehen. Und ein oder andere hat mir Lucky Tower empfohlen. Und das zocken wir heute einfach mal. Wir sind scheinbar dieser blonde Dude, der irgendwie keine Nase hat. Trotzdem klicken wir jetzt einfach mal auf Play. Angeblich geht das Game relativ lang. Deshalb werden wir das heute einfach mal ein bisschen anzocken und gucken, ob es ganz cool ist. Und je nachdem, wie dann euer Feedback ist und ob mir das Spiel selbst gefallen hat, zocken wir das dann einfach mal weiter. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da oder schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Da ist er, unser Held. Was für eine Maschine. Mit seinem blonden Haar und seiner Kauleiste. Oh, snap. 3 lucky doors. Seems like I have to make a decision. Okay, wir können uns jetzt wieder hier so ein bisschen entscheiden. Wir haben die erste Tür mit einem Smiley. Die zweite Tür, wo unten Blut ist. Und die dritte Tür, wo ein Totenkopf daneben liegt. Wo sollten wir wohl rein? Ich muss aber sagen, ich bin neugierig, was hier bei dem Blut ist. Wir gucken einfach mal rein. Somebody spilled raspberry juice all over the floor. Ja, genau. Das ist nur Saft da unten auf dem Boden. Ach, komm schon, hier kommt doch gleich irgendwas. Mann. Ey, ich glaube, ich werde hier wahrscheinlich noch richtig Nerven verlieren. Okay, wir nehmen einfach mal die dritte Tür. Whoa, I didn't know they had a dark room in here. Und tot. Okay, hätte man sich denken können. Aber wir sind ja noch am Anfang. Hallo? Hey, I think that must have been the right door. Ja gut, da war jetzt auch ein Smiley drauf. Das Rätsel war jetzt nicht sonderlich kompliziert. Zack, da springt er. Alter, diese Attacken. Oh Lord, another 3 doors. Oh, Moment mal. Da ist ja ein Herz auf der einen Tür. Aber ich bin halt einfach, ich bin ein Risk-Taker und ich möchte euch Zuschauern ja auch ein bisschen was präsentieren. Deshalb gucken wir mal, vielleicht ist der Dämon ja ein super krasser Typ. Vielleicht kann man mit dem mal ein bisschen was zusammen zocken. Hey, hold on, handsome. We just met. Oder auch nicht. Aber komm schon, jetzt gehen wir hier. Das Herz. Okay, das war scheinbar richtig. Aber wo ist denn jetzt hier meine Traumprinzessin? Ich nehme die goldene Mitte. War scheinbar richtig. Nice one. Okay, wir machen Progress, Leute. Wir sind jetzt lange nicht mehr gestorben. Wieder goldene Mitte. Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Nee. I wonder what this lever does. Kleines Rätsel. Ah, okay. Ich glaube, das ist ja das klassische. Kann ich da rüberspringen? Nee, das schaffe ich im Leben nicht. Hä? Ah, warte. Lauf, 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 lauf! Oh, Junge. Weitspringer Deluxe. Warte mal, aber was ist denn jetzt hier in der Tür? Oh, delicious food. Nein! Ich kann hier... Nein! Geh wieder rein! Ja, komm. Okay, dann müssen wir das hier, glaube ich, normal machen. Junge, wir sind so ein Mastermind. Ich will jetzt mal ein paar Leute aufschlitzen. Hey there, handsome. Wanna pimp up your style? Sounds like a great deal. Ach, wie geil ist das denn? Man kann jetzt hier sogar sein Equipment irgendwie aufleveln, wollte ich gerade sagen. Alter, ich nehme eine krasse Axt. Oder so eine Keule. Was gibt's hier? Hüte? Okay, welcher von denen sieht am bescheuertsten aus? Ne, ich mache einen auf Robin Hood. Weißt du, wir sind... Vom Bordschein kommen wir. D. Achso, wir können dann wieder mit dem Talk. Nee, nee. Wir haben das Swag-Level auf jeden Fall aufgedreht. Mit unserer Zerstörungskeule. Da ist ein Smiley in der Mitte. Ja, hallo. Hallo, Baby. Hier kommt Pidizzle und will Zucker. Oh, sounds like someone needs a little cheering up. Ja. Guck mal, komm mal hier. Was bist du denn für eine? Warte mal, was hatte die denn für ein komisches Face? Warte mal, ich habe doch jetzt aber meine Zerstörungskeule. Vielleicht... Ich mache so eine Sprungattacke. Sprungattacke! Ja, ja, cheering up. Sprungattacke! Oh, Mann.
Ich habe das leise Gefühl, dass man hier vielleicht nicht weiterkommt. Obwohl ich sehr, sehr gerne, weißt du, Äußerlichkeiten, die interessieren mich nicht. Ich hätte sie auch so genommen. Was ist das für ein Faden? Oh, ich glaube, wir sind richtig, Leute. Ha! Captain Flitzpiebel. Wer schafft das hier? Was ist das denn für einer? Was macht der da? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Falle ist und dass der Typ uns jetzt hier gleich aus den Latschen knallt. Warte mal. Hallo? Oh, this guy's been hooked up. Hallo? Geht's dir gut? Ja, der schläft nur, Leute. Ja, der war ein bisschen müde und hat sich deshalb... Death to you. Es tut mir leid. Ich lass dich weiter schlafen, Bro. Schönen Tag dir noch. Oh, oh. Was geht hier? Ach, komm! Mann! Okay, dann gehen wir durch die dritte Tür. Hallo, guten Tag. Ah, check out my spanking new goods, mate. Nice one. Warte mal, ich brauche aber neue Hüte. Ja, hallo. Das ist ein nicer Hut. Junge, wir drehen das Swag-Level sowas von auf. I'm sexy and I know it. Axtmörder-Prinzessin. Das sind wir jetzt. Junge, so trete ich auf Geburtstagen auf. Hallo. Zack. Wir werden immer mehr zur Kampfmaschine. Hallo? Try again. Komm schon, bitte, lass mich doch hier. Hier. Was seid ihr denn für Willis? Ja, dann eben die goldene Mitte. Kann ich mich irgendwie tugen? Ho! Alter, mach dass ich wegkomme. Endlich wird hier mal ein bisschen gekämpft. Die goldene Prinzessin. Mit dem goldenen, lockigen Haar. Macht einfach alles platt. Komm schon, du komischer Hans-Franz-Dämon. Spür die Almighty Power Machine Macht. Ah, ich muss... Hi! Oh, thank God, someone else made it this far. Let's team up! Okay, sexy man. Was? Ich will nicht mit dir teamen, Bro. Nee, Mann. Guckt euch die nochmal an. Was hast du für einer? Ich will den gar nicht den Rücken zudrehen. Hat er so eine kleine Schweinsnase? Sieht ein bisschen so aus. Der macht mir Angst. You go first. You're old and wise. Wir können entscheiden, in welche der drei Doors er letztlich rein muss. Hm. Okay, du gehst als erstes in die 1, Bro. Let's beat it. Ich hab ein bisschen Angst. Müsst ihr da nicht irgendwann wieder rauskommen? Hallo? Hallo? Hey, nice view. Er hat nur noch so ein paar Schüchen. Seine armen kleinen Schüchen, Schuhgröße 29 liegen da. Ich muss einfach wieder eine Sprung... Okay, dann geh in die 2, Bro. Geh in die 2. Da ist es safe und sicher. Er kommt schon wieder nicht zurück. Nein. Ach Gott. Diesmal mache ich... Nee. Diesmal, weil ich... Der wurde platt gequetscht. Wenn ich da jetzt so 2 Zentimeter nach vorne gehe, dann werde ich ebenfalls komplett platt gequetscht. Nee, das Spielchen mache ich hier nicht mehr mit. Wie oft bin ich hier eigentlich schon gestorben? So, ab in die dritte Tür. Oh, hier ist auch noch Blut. Was passiert denn jetzt hier? Ich muss mich... Oh. Hey, I got new stuff in stock. Alter. Gibt's neue Hüte? Nee, aber wir haben eigentlich schon den besten Hut. Ganz ehrlich. Aber eine neue Waffe? Junge, so ein Schaschlikmesser. Nee, komm, wir nehmen das Schaschlikmesser. Damit kann man auch vielleicht, notfalls, falls da noch irgendwie so ein Dönerspieß ist, kann man da noch mal ein bisschen was lecker abschneiden. Dankeschön. Vielen Dank. Freut mich. Ich hätte auch ein bisschen Hunger jetzt. Hallo? Ach, wieder 3 Türen. Ich gehe in die erste. Hallo? Ach, wieder so ein Rätsel. Was ist denn hier los? So, Leute, ich würde mal spontan sagen,
das war's mit diesem kleinen schmackotastischen Part. Wenn ihr mehr von diesem kleinen Lucky Tower Game sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt mir euer Feedback unten in die Kommentare. Und dann zockt mir das einfach noch weiter. Mal gucken, was noch so alles kommt. Mir persönlich, ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn solche Sachen sehr, sehr kurios sind. Aber diese ganzen Sachen, ja, es ist einfach cool, diese verschiedenen Sachen auch auszuprobieren. Wie oft habe ich jetzt eigentlich Sachen gesagt? Leute, hier sind jetzt noch ein paar Games verlinkt. Unter anderem The Visit, Murder the King und noch ein bisschen Minecraft-Stissel. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.